Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hashtag Schiss. Hashtag dickes Würstchen. Oh, so Leute, wir machen weiter. Ich fühle mich wie neugeboren. So. Ah. Oh, fühle ich mich wohl. Ah. So, ja, wir haben uns letztes Mal wegen Daten blablabla unterhalten. Ich finde auch, das Thema sollte damit gut sein. Ich möchte gar nicht so viel drauf eingehen, weil ich finde, da wird viel zu viel lamentiert, diskutiert. Wie ich halt gesagt habe, ich finde, da muss mehr unsere Regierung eigentlich für uns arbeiten. So. Ja. Und ich glaube, damit ist das Gröbste gesagt, oder Jan? Ja. Denke ich jetzt auch mal. Wir sollten auf jeden Fall gar keine Kisten bauen, weil hier stehen ja auch ohne Ende Kisten. Ja, Kisten bauen ist jetzt unnötig. Richtig. So. Was können wir denn noch drüber diskutieren? Über Hashtag Schiss? Nein. Nein, okay. was gibt's denn noch? Gute Frage. Über den neuen Star Wars Film kann man es noch nicht unterhalten, hat noch keiner geguckt. Haben wir leider noch nicht geguckt, nein. Wir wollten eigentlich ins Kino. Oder Jan wollte unbedingt ins Kino. Oh, wer ist laggy von uns? Du. Ich nicht. Jetzt bin ich laggy. Ja, fick dich. Jetzt hätte ich abgehört. Ja. Wo wollte ich denn jetzt erzählen? Ja, über den neuen Star Wars Film können wir uns gar nicht unterhalten. Aber Kritik ist ja nicht gut, ne? Das müssen wir auch mal sagen. Aber dazu, wie wir beide auch in anderen Sachen sagen, dazu äußern wir uns dann, glaube ich, wenn wir ihn beide geguckt haben, Jan. Ja. Und könnte eigentlich bei der nächsten Aufnahme. Der nächste Aufnahme, dann ist Weihnachten. Ja. Ui, Jan. Dann ist Party. Weihnachten. Schon wieder, Geschenke. Wenn ich ganz ehrlich bin. Hatte ich schon 16 Mal, voll komisch. Was ich jetzt mal sagen muss, ist. Das werde ich jetzt auf jeden Fall jetzt ansprechen. Was möchtet ihr, Leute? Soll ich trotzdem. Also, ich schaffe das. Also, es geht jetzt wirklich darum, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Okay? Und beantwortet es mir doch bitte. Schreibt bitte rein, ja oder nein, und damit ist es in Ordnung. Also, mich würde das wirklich sehr interessieren. Soll ich über Weihnachten Videos veröffentlichen, ja oder nein? So, also Heiligabend, ersten und zweiten Weihnachtstag. Sollen wir da Videos veröffentlichen, ja oder nein? So. Ich glaube, das kann man gut beantworten. Ja. Ob man das kann oder nicht. Ich werde das jetzt die nächsten Folgen, würde ich sagen, immer ansprechen, ne? Ja, noch ein extra Video machen. Oder ein extra Video machen. Dass jeder mitkriegt. Richtig. Und dann können wir das auf jeden Fall dann mal machen. Weil, was bringt es mir, wenn dann, weißt du, hier geht es ja nicht um Klicks oder geschweige irgendwas anderes. Aber wenn sagt, ey, Leute, wir gucken über Heiligabend gar keine Videos, dann kann man es auch weglassen in dem Sinne. Klar, ich sage mir, hey, ich muss das so sehen. Oder ich sehe es anders. Boah, bis abends, ich liege, bis abends dauert es immer so lange. Und wenn ich jünger wäre, dann gucke ich lieber ein paar Videos und dann ist die Zeit vorbei. Ja, und dann kriege ich meine Geschenke. Ja. Geschenke, Geschenke. Oder nicht? Also so denke ich. Ja, könnt ihr gerne beantworten, was ihr dazu sagt. Also so denke ich und ich finde, ich glaube, so denken viele. Also, ja. Zum Beispiel, ich kann das bei uns hier sagen, mein Junior hat gar keine Zeit, Videos zu gucken. Also bei uns ist Weihnachten volles Programm. Voll. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten aussieht, aber wir sind dann halt wirklich richtig bei Familie und hier und da und bei meinen Eltern und bei von meiner Frau die Eltern. Und also wir haben richtig volles Programm, ne? Also, und eigentlich kann man das so sagen, bei uns ja alle im TS. Ja. Ja, jeder ist am 24. nicht hier. Nein, hier ist tote Hose. Ich glaube, das ist dann wirklich der einzigste Tag im Jahr, wo hier nichts los ist. Ja.
Und auch erst und zweiten Weihnachtstag ist es leer hier. Dann verirrt sich zwar morgens vielleicht mal einer, bevor er irgendwo hinfährt, aber dann sonst tote Hose. Ja, könnt ihr ja gerne beantworten, wie ihr das macht. Und vielleicht auch mal schreiben, hey, wie feiert ihr Weihnachten? Nur zu Hause mit Mama und Papa? Wohnt ihr alleine und sagt, oh, ich habe keinen Bock irgendwo dieses Jahr Weihnachten hin? Könnt ihr ja mal so ein bisschen kommentieren, lamentieren, diskutieren, wie ihr das gerne möchtet. Hashtag Schiss. Hashtag Schiss, Alter. Boah, ich fühle mich wohl, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Alter. Ich will gleich Rainbow spielen. Boah, das hat mir richtig gut getan. Ja, wir können über das Update von Rainbow Six sprechen, oder haben wir das schon? War, glaub ich, schon, haben oder? Wir grob drüber geredet, dass auch Klassen genervt worden sind, können wir zum Beispiel noch ansprechen, wie zum Beispiel deine Klasse. Ja, scheiße. Aber hast du da gestern einen Unterschied? Ja gut, das mit dem Waffenanzoomen, das hat man extrem gemerkt. Warum sie das gemacht haben, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Aber das Schild, hast du da einen großartigen Unterschied gemerkt? Ja. Ja? Okay. Also, das Schild ist des Öfteren mal kaputt gegangen. Okay. Also, du benutzt jetzt wirklich öfters das zweite. Also, ich bin nur überlegen, ob ich nicht einfach eine neue Klasse spiele. Diesen einen Japsen vielleicht. Okay. Habe ich gestern auch ein bisschen gespielt noch. Ja gut, man muss ja so sagen, man muss vielleicht auch erstmal darauf klarkommen, aber das mit dem Anzoomen ist schon ziemlich extrem. Also man merkt das. Ja, das war fast eine Sekunde, war das. Ja, also das merkt man mega. Also da bist du ja schon klinisch tot, wenn einer im Zoom ankommt. Ja. Also das ist ja nicht so toll. Ich muss sagen, so viel ist hier gar nicht mehr. Stein hinten bei den Kisten oder was? Ja, Stein habe ich gleich alles da drin. Es ist nicht viel, weil hier viel Müll drin liegt, wie ein Bogen. Ja. Ein Pfeil. Nimmt einen ganzen Slot, in der nächsten Kiste zwei Pfeile einen ganzen Slot. Ja. Okay. Wenn man das alles schön sortieren würde, ist es wirklich nicht so viel. Nein, ist es dann auch nicht. Ja. Das ist mit der Klasse. Was möchtest du uns damit sagen? Ich möchte damit sagen, wir haben Creeper hier in der Dinges. Oh. Im Tierstall. Oh. Und er hätte fast Bumm gemacht. Echt? Ja. Aber der lebt auch noch. Ich habe ihn noch nicht getötet. Nee, noch nicht. Wo ist er denn? Komm mal. Bei den Pferden. Oh, da haben wir ja Platz, ne? Ich hab ja mit Rückstoß. Nur aufpassen. Alter. Zack, hab ich ihn richtig eingegeben. Ja, ist down. Jawohl. Tiere füttern könnten wir auch mal wieder. Also Schafe jetzt nicht, weil die sind schon Massenproduktion hier, aber die Schweine und Kühe. Ja. Ja, Eier. Bitte nur ruhig nochmal eine Ladung. Eier und so haben wir ja genug. Die packe ich auch gerade schon raus. Ja. Hat so viel Platz im Lager, kommt alles schön dahin. Ja, Rainbow Six Siege, das Update. Boah, die neue Map. Ja, habe ich ja gestern gleich gesagt, auch wenn ich sie jetzt nur einmal gespielt habe, ich finde sie nicht toll. Es ist. Vielleicht muss man sich echt ein bisschen einspielen. Vielleicht ist es ja die geilste Map forever da oder auch nicht. Mal gucken. Aber ich habe mal so ein bisschen geguckt. Ich finde, alle neuen Maps, die sie gemacht haben, sind die Maps, die wir nicht so mögen. Das kann aber auch echt sein, dass wir irgendwie einfach zu wenig spielen, ne? Ja, weil du Außer Wolken, die spielen wir ja öfter. Ja, aber weil du ja wirklich immer die gleichen Maps bekommst, ne? Also wenn du ja Pech hast, spielst du 10-mal hintereinander Wolkenkratzer. Also das Matchmaking, Map Mapping, Map
Map. Ja, zum Map Haus Rota. Auch, ja. Die Map Rota sollte etwas anders sein, weil wir beide, oder wir, wenn wir mit mehreren Leuten spielen, wir verlassen ja nie die Gruppe. Nein. Du musst überlegen, wir sind gestern spielen gegangen, Leute, wir haben mit drei Leuten nur gespielt und wir hatten zwei Randoms. Die haben mit uns von Anfang bis Ende gespielt. Also gut, 2 Stunden haben die mit uns gespielt. Und wir haben ständig die gleichen Maps gekriegt, ne? Also, ja. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Maps gibt es eigentlich? Keine Ahnung. Haben wir überhaupt jemals alle Maps schon gespielt? Bei über 30 Stunden, 40 Stunden Spielzeit schon? Glaube eher nicht. Also, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Maps es gibt. Das muss ich dir jetzt auch ganz ehrlich sagen. Guck mal. Ich glaube, es gibt nur 7 oder 8 Maps. Mehr gibt's gar nicht, Jan. Wenn ich mich recht entsinne. Also. Guck aufs Datum von meinem Es gibt. Ist. Ja, da sind auch schon die neuen mit bei. Alles klar. Also, es gibt einmal Wolkenkratzer, kennen wir. Ja, kennen wir. Diese von Brasilien, die Map, kennen wir auch. Ja, kennen wir auch. Also, 2, dann gibt es die Yacht, dann 3. Grenzlinie kennen wir auch. 4, Bank kennen wir auch, sind 5. Dann dieses Haus im Schnee, kennen wir auch. 6. Clubhaus kennen wir auch, mit den ganzen Motorrädern und so. Ja. Sind 7. Konsulat kennen wir auch. 8. Das Herford Base kennen wir auch. 9. Das Haus, normale Haus kennen wir auch, sind 10. Ja. Dann diese russische Map kennen wir auch. Die auch so im Weihnachtsstil ist, ne? Dann. Achso, ja, wo der Weihnachtsbaum da steht, wo ich gestern richtig. Last Christmas gesungen habe. Ja. Dann gibt es. Welche war das jetzt? 11, oder? Weiß ich nicht mehr. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 11. Dann gibt es Kanal, kennen wir auch. Kanal? Ja, sagt mir was. Das ist wie diesen Schiff, wo immer alle reinsnipern können da. Ach so, ja, die Deutsche in Hamburg, ja, da. Alles klar, ja. Das sind dann Nummer 12, dann gibt es. Ja, diese eine, ich weiß nicht, ob das so in der Wüste spielt oder so. Die kennen wir auf jeden Fall auch. Das sind 13. Und das Flugzeug, 14 Maps. Also alle kennen wir. Plus die neue sind 13. Also 14 Maps. Das sind doch ganz schön viele. Ja. Ja, man kennt wirklich alle, ne? Ja. Naja, zwar hier zum Beispiel von dieser brasilianischen Map haben wir ein bisschen wenig gespielt. Die in der Wüste auch? Ja. Aber sonst? Ich hoffe, dass er an der Map Rota trotzdem was machen, weil manchmal spielst du Wolkenkratzer 5-6 Mal hintereinander. Klar, ich habe da nichts gegen, weil die Map ist wirklich schön. Ja. Aber, wenn du dann siehst, schon wieder Wolkenkratzer und manchmal spielst du die ja 5 Mal hintereinander, dann bist du schon ein bisschen angefickt. Aber wenn, was weiß ich, du Wolkenkratzer spielst, danach kommt eine andere und wieder Wolkenkratzer, dann interessiert's mich nicht. Dann geht's mir am Arsch vorbei. Aber 5 Mal hintereinander wie den einen Abend, das war schon ziemlich nervig. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Dann spielt man doch regelmäßig alle Maps. Also ist mir jetzt nicht so vorgekommen. Muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Alter, wie viel Essen ich durchgekloppt habe in der Zeit, jetzt wo ich hier hin und her laufe, ne? Ja, immer hin und her, zurück. Ja, Maps bei. Ist aber eigentlich cool, die Maps alle. Alle sind cool. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenke, viele Maps sind halt einfach. Weil man sie wenig spielt, kann man auch wenig dazu sagen, wie jetzt eigentlich die neue Map. Aber ich finde halt diese mega großen Räume als negativer Effekt. Das ist halt auch eine Spielangelegenheit, ne? Viele Leute mögen das zum Beispiel im Battlefield, diese Riesen-Maps. Ich mag sie gar nicht. Ich bin da ein absolutes No-Go, ist das für mich, ne?
Ich auch. Weil einfach die Übersicht nicht mehr gegeben ist in diesem Spiel. Ja. Und du auch einfach gar nicht mehr den Skill zeigen kannst, den du eigentlich besitzt. Ne? Du kämpfst ja, du musst campen im Battlefield. Irgendwo um den Ecken, dass du nicht von hinten eine Sniper in die Fresse bekommst oder geschweige irgendwas anderes. Ja, oder auf einmal der blöde Panzer mit seinem scheiß Flammenwerfer vor dir steht. Da kommt man noch einmal. Ne, also das ist auch so, ja. Aber sonst, was, wo man sich dran gewöhnen muss, also wer Rainbow Six Siege sich holt und sagt, boah, die reden da so viel von, Leute, gebt dem Spiel Minimum euch selbst 2 Stunden. Spielt die ganze Kampagne. Ist das eine Kampagne? Ja, Einstufung. Einstufung, genau. Spielt die und macht alles nicht auf normal, sondern auf realistisch. Nee, realistisch ist ja ganz schwer. Das muss man nicht unbedingt. Ja, einfach schwer. Einfach schwer, eine Stufe höher. Es hilft euch extrem. So, Jan. Also alle Bruchsteine habe ich weg. Jetzt habe ich noch die ganzen anderen Steine da, aber ich werde jetzt gleich erst beigehen und werde Erde transportieren. Alle Bruchsteine sind echt weg. War nicht viel, ne? Ja. Das Lager ist noch nicht voll. Mit Bruchsteinen. Da sieht man mal, wir haben doch noch Platz dann für die nächsten Sachen. Ja. Ja. Kommt alles raus. Dann bringen wir das weg, Leute, und dann holen wir Erde. Ja. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder und schreibt mal Hashtag Ende in die Kommentare. Das ist dann die letzte Folge, wo ich das erwähne. Mal gucken, wer bis zum Ende geguckt hat. So, bis dann. Tschüss. Ja. Yeah.